Hallo und herzlich willkommen zu den WildX Collaboration Video Tutorials. Heute sprechen wir über die Bildschirmfreigabe bzw. das Screensharing. Es gibt unzählige, auch zuverlässige Screensharing-Applikationen, die Sie herunterladen, installieren und nutzen können. Das Problem ist aber, dass es immer noch externe Applikationen sind. Sie und Ihre Kollegen müssen sicherstellen, dass Sie dieselbe Applikation nutzen. Sie müssen kontrollieren, dass die Software auf die korrekte Version aktualisiert ist und dann müssen Sie noch das Session-Passwort mit Ihren Kollegen teilen. Das ist eine Verschwendung Ihrer wertvollen Zeit. Um diesem Problem entgegenzuwirken, ist eine Screensharing-Komponente direkt in die WildX Collaboration integriert. Um Ihren Bildschirm teilen zu können, müssen Sie diese Komponente in den Collaboration-Einstellungen unter Erweiterungen herunterladen. Gleichzeitig wird der WildX Integration Service installiert, falls es vorher noch nicht geschehen ist. Diesen benötigen Sie auch für die anderen Services wie CDR-View, Pop-Up-URL, Faxprinter und so weiter. Was das Betriebssystem angeht, werden macOS und Windows unterstützt. Screensharing kann während eines Anrufs direkt aus dem Anruffenster gestartet werden. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und dann auf Screen. In manchen seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Sie den Bildschirm innerhalb eines Chats freigeben wollen, ohne einen aktiven Anruf. Auch das ist möglich. Öffnen Sie den Chat mit dem betreffenden Benutzer und klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im Bildschirm, gleich neben dem Video-Icon. Klicken Sie dort auf Screen. Sehen wir uns an, was auf der Seite gegenüber passiert. Der Nutzer wird über die eingehende Bildschirmfreigabe informiert und muss diese annehmen. Auf der Seite des Anschauenden ist es nicht nötig, etwas herunterzuladen oder zu installieren. Sie sehen, dass die Bildschirmfreigabe aktiv ist, da das Bildschirm-Icon im Chat rot ist. Außerdem sehen Sie es in der Menüleiste, wenn Sie ein MacBook nutzen oder im Taskmanager, wenn Sie Windows nutzen. Hier können Sie Ihre Screensharing-Optionen steuern. Beispielsweise können Sie entscheiden, was genau Sie teilen wollen. Sie können den Monitor bestimmen, den Sie teilen wollen, falls Sie mehrere haben. Sie können aber auch nur einzelne Applikationen wählen und nicht den gesamten Desktop. Klicken Sie dafür auf Apps und wählen Sie die entsprechende Applikation. Standardmäßig ist die Fernsteuerung deaktiviert, sodass der Remote-User Ihren Desktop nicht steuern kann. Sie können diese Genehmigung erteilen, indem Sie hier Remote anhaken. Vergessen Sie nicht, das Screensharing zu stoppen, wenn Sie die Session beendet haben. Sie können das tun, indem Sie in der Taskbar auf Beenden gehen oder ganz einfach in der Collaboration, indem Sie auf das rote Screen-Icon klicken. Noch eine Bemerkung für MacBook-Nutzer. In der aktuellen Version von macOS müssen Sie die Genehmigung erteilen, dass die WildX Screenshare-Komponente Zugriff auf Ihren Bildschirm erhält. Das müssen Sie nur einmal machen und normalerweise werden Sie darauf hingewiesen. Sie können das aber auch jederzeit in den Systemeinstellungen prüfen, unter Sicherheit Bildschirmaufnahme. Stellen Sie sicher, dass dort WildX Screenshare genehmigt ist. Für den Fernzugriff gehen Sie zum Tab Bedienungshilfen in den Sicherheitseinstellungen und setzen dort den Haken bei WildX Screenshare. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.